Guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen neuen Video. Ein Special-Video, ein Special im doppelten Sinne, dazu aber gleich mehr. Ich laufe erstmal ein wenig. Und ja, der erste Special, ihr seht es schon am Titel, ein 500-Abonnenten-Special. Durch euch, liebe Freunde, habe ich es endlich erreicht. Also aktuell, ich bin bei 473. Es kann nicht mehr lange dauern, aber zum Zeitpunkt, wo ihr das jetzt hier seht, da habe ich dann die 500 voll. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, liebe Freunde, an alle, die jetzt neu dabei sind und gar nicht wissen, worum es hier eigentlich geht. Hauptsächlich sind die 500 Abonnenten dadurch zustande gekommen, dass ich vor kurzem eine Jakobsweg-Dokumentation auf meinem Kanal hochgeladen habe. Wenn ihr möchtet, ihr seht es hier oben in der Infobox oder in der Videobeschreibung, da verlinke ich euch das mal. Übrigens hier oder hier oben, irgendwo müsste so ein kleines i sein. Ja, was mache ich jetzt? Erzähle ich euch sofort. Ich sehe gerade nur eine andere Kleinigkeit, die zeige ich euch auch gerade mal schnell. So, schaut mal hier, immer auf meinem Nachhauseweg sehe ich hier so kleine Steinchen und kleine Blick, dass man hier nicht hinmachen soll. Das Spannendste, das kommt aber hier. Schaut mal, was die hier sich einfallen lassen haben. Und zwar hier eine Wetterstation. Das ist mal richtig, richtig schön. So, okay. Also, ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Wir haben gerade kurz vor 9 oder kurz nach 9, habe gerade Feierabend. Habe mich gestern extra hierher fahren lassen, damit ich heute einfach mal zu Fuß gehe für diese Tour. Und ja, bin hier in Kuhlheim bis nach Frechen. Zu mir nach Hause sind es ungefähr 15 Kilometer. Muss man jetzt schauen. Habe jetzt vor, von Kuhlheim über Brauweiler zu gehen, also nach Brauweiler. Dort gibt es wohl eine Abtei, beziehungsweise da gibt es eine, ich weiß ganz genau. Die wollte ich mir auch mal anschauen. Sonst fahre ich da immer dran vorbei. Und dann über Königsdorf nach Frechen. Schauen wir mal, wie es wird. Knapp, ja, wie gesagt, 15 Kilometer. Bin ehrlich gesagt absolut untrainiert. Nach dem Jakobsweg hatte ich ja eigentlich vorgehabt, mir das Laufen mal beizubehalten. Hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Deshalb bin ich mal gespannt, ob ich mir heute Blasen laufe oder nicht. So, jetzt muss ich noch mal schauen, wo ich hier lang muss. Ich werde nämlich heute, da gibt es eigentlich auch eine Abkürzung, dann wären es nur 11 Kilometer. Nur dann zieht sich das irgendwie die ganze Zeit geradeaus an einer Straße lang. Das wäre ein bisschen blöd, deshalb ja, gehe ich hier eine Special-Route. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss dort hinten unter die Unterführung, aber ja, wir schauen einfach mal. Okay, ein bisschen muss ich natürlich doch an der Straße lang. Jetzt ist es gerade ein bisschen ruhig, aber es dauert nicht lange. Da hinten sehe ich schon, da kommt wieder ein Auto. Also von den Geräuschen muss ich mal schauen. Aber ein bisschen noch, dann sollte es ein bisschen ruhiger werden. Ja, ist übrigens ganz schön, jetzt wieder hier auf dem Weg zu sein. Also was heißt auch wieder auf dem Weg? Ich gehe ja nur nach Hause. Aber halt wieder im Laufen, das ist ja schon ganz toll. Weil, ja, ich habe es wirklich lange nicht gemacht. Also, das ist echt, ja, ich weiß gar nicht wieso. Wieso man das nicht öfter macht. Klar, ich gehe schon mal hier und da nochmal spazieren, aber ich bin nicht in diesem Laufflow. Und jetzt bin ich erst ein paar hundert Meter weiter. Aber ich weiß ganz genau, ich muss ja noch einiges, bis ich zu Hause bin. Übrigens, falls ihr euch fragt, ja wie, 9 Uhr und dann Feierabend, was ist denn da los? Das liegt daran, ich habe vor ein paar Monaten einen neuen Job angenommen als Betreuer und da ja, hatte ich heute jetzt die Nachtschicht und deshalb habe ich so früh frei. Ist aber nicht so, dass ich jetzt gar nicht geschlafen habe und jetzt ja, quasi durchgemacht habe den Weg hier. Bei der Nachtschicht ja, schlafe ich im Prinzip. Nur wenn was Akutes ist, dann muss ich natürlich auch auf der Matte stehen. Also ich betreue einen Jungen, was heißt Junge? Er ist 28 oder 29 geworden jetzt. Entweder ist er 28 oder 29 geworden. Eins von beiden. Und er ist halt Autist. Ist auch ja, körperlich eingeschränkt. Also das Essen zum Beispiel muss ihm schon angereicht werden und so. Aber
Ja, es klappt ganz gut. Und nachts, sofern alles gut läuft, schläft er eigentlich auch recht gut durch. Und dann kann ich natürlich auch gut schlafen. Manchmal, ja, er ist halt ein Autist. Manchmal kann das schon mal ein bisschen anstrengend werden. Aber in der Regel ist er doch ein ganz lieber. Und ja, mir macht die Arbeit auch recht Spaß. Was auch der Grund ist, dass ich jetzt erstmal gar nicht so größere Touren machen kann. Hatte ich ja vorgehabt, aber ja, jetzt momentan passt das noch nicht so ganz. So, schaut mal Leute, jetzt hier der Hintergrund. Ich habe allerdings immer noch meine andere Kamera am Laufen. Ich werde die jetzt gleich mal wechseln. Ja, was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Ja, das ist auf jeden Fall der Grund, wieso ich so früh morgens schon unterwegs bin. Ach so, genau. Und jetzt habe ich ein paar Kilometer vor mir. Dann, ja, sollte da irgendwo auch ein Supermarkt kommen, dann werde ich erstmal eine Kleinigkeit frühstücken. Und ich glaube, ich werde mir meine Jacke ausziehen. Es ist, ja, nicht mehr allzu warm. Es geht langsam in den Herbst rein. Allerdings beim Laufen merke ich schon, ja, wie mir direkt wieder warm wird. Aber ihr kennt das ja, wenn ihr meine anderen Videos gesehen habt. Okay, den Geotracker habe ich auch mal angemacht. Mal schauen, wie viele Kilometer es tatsächlich werden. Und 2 Kilometer habe ich schon runter. Kommt mir vor wie ein paar hundert Meter. Aber naja, das Wirkliche zeigt sich später erst. Und ich sehe zwischen Pulheim und Brauweiler kommt doch noch was. Geil, ganz genau. Ja, ein bisschen ist das blöd mit den Geräuschen. Und da hinten kommen wieder Autos. Jetzt haben wir hier ein paar Autos. Und ich überlege die ganze Zeit, beziehungsweise ich warte die ganze Zeit, bis mal ein stiller Bereich kommt, wo gar keine Autos sind. Aber das ist gar nicht so leicht. Dann warte ich und ich stehe mehr, als statt ich gehe. Ja, hier haben wir einen alten Hof. Junkerhof. Und dort hinten, ich weiß nicht, ob man das erkennt, da stehen die Pferde. Aber reiten wollte ich heute nicht, deshalb geht's weiter. So Freunde, jetzt habe ich einen Teufel gesehen. Da muss ich mal kurz hin. Ich weiß nicht, was das hier genau ist. Ich glaube, das könnte sogar irgendwie so ein kleiner Brunnen sein oder sowas. Er hat so, also am, ja, Pipi-Männchen. Als wenn er da quasi Wasser lassen kann. Aber er läuft nicht. Aber ich habe noch ein bisschen Proviant dabei hinten. Also Wasser zumindest. Das heißt, verdursten werde ich schon nicht. Freunde, schaut mal, hier sind überall solche Schildchen. Ich meine, klar, ich kann mir vorstellen, das hat irgendwas mit hier, ja, das ein Zeichen für Wasser sein soll. Allerdings weiß ich nicht, wieso die jeder 1,50 Meter hierher kommen. Hier ist auch wieder einer. Schaut mal, hier. Also, wenn ihr es wisst, könnt ihr mir es ja mal in die Kommentare schreiben. Jetzt muss ich mal hier über die Straße. Ja, sorry, Freunde, mit den Geräuschen. Jetzt gleich sollte es ein bisschen leiser werden. Ich hoffe, das passt dann. Kann ich rüber, jetzt schnell. Zack, da kommt Auto. Und was haben wir hier? Das Täfelchen. Ja, das ist doch mal eine schöne Werbung, wie ich finde. Ja, und jetzt gleich wird es ruhiger, dann schalte ich mal um. Meine Kamera macht auch die ganze Zeit Zicken, also ich habe immer noch die alte Kamera. Und irgendwie mal sagt er, die Speicherkarte kann nicht gelesen werden, dann wieder doch. Dann macht er plötzlich Aufnahmen in 480. Etwas merkwürdig, aber ich switche jetzt gleich eh mal auf die andere Kamera. Und ich hoffe, das passt dann. So, okay Freunde, ich war gerade in der Bäckerei, also das Ding. Ich jetzt wieder ausziehen. Hab mir schon mal mein Frühstück gesaved. Das heißt, wenn ich gleich Hunger kriege, das ist schon mal gesichert. Sehr einladend. Okay Freunde, ich checke gerade, dass ich doch ein bisschen falsch gegangen bin. Hier ist nämlich der Supermarkt, wo ich eigentlich reingehen wollte, aber ich wollte eigentlich eine ganz andere Route nehmen. Da hätte ich nicht durch die Unterführung durchgemusst, sondern hätte ja, ein Stückchen weiter geradeaus und dann rechts. Dann hätte ich nochmal eine ganz andere Aussicht gehabt. Aber kein Problem, wir kommen gleich dazu.
Und ich, wenn mich nicht alles täuscht, sehe ich dort hinten, Moment, ich schwenk mal gerade hin und zoome mal ran, wenn das überhaupt klappt. Hier hinten eine Spitze, es könnte sein, dass es schon die Kirche ist von der Abtei Brauweiler. Wobei, das wäre eigentlich noch viel zu nah. Aber gehen wir uns mal anschauen. So besser. Schaut mal, hier bin ich an einer Mauer. Und da hinten sind kleine Ziegen oder Schafe. Ich zoome mal ran. Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt gut erkennt. Ich würde vorschlagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, um mal die Kamera zu wechseln. Und dann schauen wir uns mal an, was das für einen Unterschied macht. Wie gesagt, von der Tonqualität, so wie ich es zumindest in Erinnerung hatte, da habe ich ein paar Videos gemacht, dachte ich, da ist so ein Hintergrundrauschen drin. Aber wir werden es ja jetzt sehen. Also, wir haben hier die kleinen Schäfchen. So ist es ganz nah rangezoomt. Und so sieht das mit der anderen Kamera aus. Das ist auf jeden Fall mal ein Unterschied. Ja, und jetzt weiß ich gar nicht, wie das ist mit der Tonqualität. Ihr könnt es ja mal sagen, wenn hier jetzt nicht gerade die Autos kämen, dann wenn man mit. Da kommt keins. Also jetzt müsste es wieder ein bisschen ruhig sein. Nee, vergiss das, Freunde. Hier kommen die ganze Zeit Autos. Den Test müssen wir gleich mal machen. Den Audio-Test. Okay, ich bin wieder ein Stückchen weiter. Willkommen in Sintern. Und das bedeutet, dass die Kirche gleich noch nicht die Abtei ist, sondern einfach nur die Kirche von Sintern. So, jetzt kommt ein Abschnitt irgendwo dort hinten, glaube ich. Wenn das jetzt ist, müsste die Straße da lang führen und hinten ist so ein Feld. Und wenn wir Glück haben, dann finden wir dort sogar einen Fischreiher. Den sehe ich immer aus der Ferne. Mal gucken, den müsste ich ja dann jetzt ganz nah rangezoomt bekommen mit der Kamera. Gerade habe ich gewartet, dass es ein bisschen ruhiger wird. Jetzt kommt wieder eine ganze Kolonne an Autos in alle Richtungen. Aber schaut mal, dort hinten. Da sieht man schon in der Ferne die Abtei. Da werden wir mal hingehen. Jetzt schauen wir noch mal mit dem Zoom, wie das aussieht. Schaut mal. Ich jetzt ranzoome. Es braucht ein bisschen, bis sich das Bild fängt. Das ist natürlich schon mal eine ganz andere Qualität. Ich verstehe nur nicht, eigentlich kann ich noch ein Stückchen mehr zoomen. Irgendwie klappt das gerade nicht. Dieser typische Vorführeffekt. Naja, schauen wir mal. So, jetzt haben wir hier... Ah ne, das ist gar nicht das Feld. Das ist, da kommt gleich noch ein anderes. Das war ein bisschen flacher. Huch, wo hält ich denn die Kamera hin? Ich hoffe, ich war gerade drauf und nicht der Himmel. Nee, ich glaube, das ist es noch nicht. Naja, egal. Wir haben jetzt übrigens schon 5 Kilometer runter. Ja, ein bisschen merke ich meine Füße. Ist natürlich noch nichts im Vergleich zu 20 oder 30 Kilometer. Das kommt dann alles noch. Wieso ich gerade hier links schaue, hier sind so Himbeeren und Brombeeren. Allerdings glaube ich, kann man die noch nicht so ganz essen. Beziehungsweise, wo ist denn? Die sind ja ziemlich hart und sauer. Boah. Nee, die kann man echt nicht essen. Hier habe ich noch welche. Die hier ist doch rot, aber die ist auch sehr, sehr hart. Ich befürchte, die wird genauso sauer sein. Boah, das ist echt unglaublich. Ich esse ja schon viel mal ein paar Früchte aus der Natur und auch gerne mal welche, die noch nicht so reif sind. Gerade wegen der Säuerlichkeit. Aber das ist schon echt extrem. Naja, was soll's. So, Freunde, eigentlich müsste ich hier geradeaus weiter, aber ich sehe gerade hier in der Ferne, achso, ich habe ja jetzt meine Zoom-Funktion. Jetzt muss ich mal schauen, ob man das drauf kriegt. Ja, man sieht es hier zumindest. Ah, ja, okay, mit meinem Finger passt das jetzt nicht. Hier vorne und dort, da sind irgendwelche, ich glaube, große Vögel. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was das für Vögel jetzt sind. Ich würde vorschlagen, wir pirschen uns langsam mal an.
Ich hoffe, das ist irgendwas Spannendes. Irgendwie sieht das so riesig aus, wie so ein Fasan oder so, aber das kann ja eigentlich nicht sein. Ich weiß nur nicht, ob er sich jetzt von mir erschreckt fühlt. Das heißt, ich halte jetzt mal die Kamera da drauf und dann gehen wir mal langsam ran. Und ich hoffe, dass wir den drauf kriegen. Drückt mir die Daumen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Er ist gerade irgendwie abgezischt. Scheinbar hat er hier sein Zuhause irgendwo. Vielleicht, ich weiß nicht genau, ich halte die Kamera mal so. Ah, jetzt klackt das Ding. Ja, es ist immer noch nicht so ganz professionell, liebe Freunde. Ich muss das erstmal alles rausfinden hier mit der neuen Kamera, wenn die überhaupt was bringt. Also, wie gesagt, ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube sogar, die hatte eine Bildstabilisierungsfunktion, dass das Bild nicht die ganze Zeit so rumwackelt, aber ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe die geschenkt bekommen von meinem Schwager. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, ich weiß nur nicht, ob die tut, ob es die tut für meine Reisen. So, irgendwo hier ist da hinten da. Da ist doch so ein großes Ding. Warte, ich zoome jetzt mal ran. Ich hoffe, ich krieg den drauf. Da. Leider nicht. Aber ja, ein bisschen war er drauf. Passt schon. Jetzt muss ich gucken, hier war eigentlich noch so ein Vieh. Also, ja, so ein Vogel. Oder irgendwas anderes. Ja, ich habe zwar eine Brille, aber irgendwie meine Augen sind extrem schlecht. Irgendwie weiß ich gar nicht. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal meine Brille angezogen habe. Wegen Führerschein musste ich dann halt einen Sehtest machen. Nee, hier sieht man aber jetzt nichts. Irgendwo dort hinten war das. Da musste ich einen Sehtest machen und brauchte eine Brille. Und das erste Mal, wo ich die Brille aufgezogen habe. Achso, nee, das war nur ein Kätzchen. Dort hinten läuft es noch. Das erste Mal, wo ich die Brille aufgezogen habe, dachte ich, boah, was ist das denn? In der Ferne, die Bäume, die haben Blätter und Äste und sowas. Das war für mich, ja, eigentlich, was weit weg ist, kann man nicht sehen. Für mich war das immer so ganz normal. Nee, dann müssen wir wieder zurück. Wir müssen jetzt, ja, ist nicht weit hier den Weg. Und dann links und dann hinten gehen wir zur Abtei erstmal. So, sorry, also ich habe auch einen neuen Selfie-Stick irgendwie. Die Kamera ist ziemlich schwer. Das ist was ganz anderes wie meine andere Kamera. Das, was auch ein bisschen das Problem ist. Ich mag irgendwie nicht so große, klumpige Kameras. Ich habe lieber so diese ganz kleinen. Aber da hapert es dann auch ein bisschen an der Qualität meistens. Wobei, ich habe da jetzt so eine von Sony geliebt beäugelt. Boah, jetzt wäre ich was ausgerutscht. Naja, ich schaue mal mir gleich auch zu Hause hier die Videos natürlich an und dann bin ich mal gespannt auf euer Feedback auch und dann sehen wir mal, vielleicht tut es die ja doch, ansonsten, ja, glaube ich, wird es Zeit, einfach mal umzuswitchen. So, und in Brauweiler. Das geht ja ratzfatz heute alles. Da bin ich mal gespannt, wie lange ich noch brauche, bis ich in Frechen bin, aber so lange kann es nicht dauern. Ja, Freunde, auf jeden Fall erstmal nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle natürlich, die jetzt dazu beigetragen haben, dass ja, die 500 Abonnenten jetzt voll sind. Das freut mich wirklich sehr. Ich hätte natürlich ehrlich gesagt gedacht, dass die Doku noch ein bisschen mehr Resonanz bringt. Hallo, guten Tag. Dass die ein bisschen mehr Resonanz bringt, aber ja, der Algorithmus hat es halt nicht so ganz ausgespült. Ich weiß nicht, woran das lag, ob es jetzt daran lag, dass ja, mein Kanal ja schon eigentlich ein bisschen länger existiert. Ich habe den halt nur anfangs für ein paar Quatschvideos irgendwie benutzt. Hat gar nicht vor, irgendwie da mit YouTube was zu machen. Danach habe ich dort meine Online-Marketing-Videos hochgeladen, habe die eigentlich immer nur auf meinen Webseiten eingebettet. Habe den Kanal gar nicht genutzt. Aber vom Prinzip, also ein ganz anderes Thema auch. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Irgendwie ein bisschen schade, aber nichtsdestotrotz freut es mich ungemein. 500 Abonnenten. Und das habe ich nur euch zu verdanken. Vielen, vielen Dank. Und an alle, die vielleicht noch nicht abonniert haben. Ich habe mir was ganz Tolles überlegt für mein 1000 Abonnenten-Special. Das dauert jetzt natürlich noch ein bisschen. Aber ihr, beziehungsweise du,
kannst das beschleunigen. Falls du noch nicht auf Abonnieren geklickt hast, klick doch jetzt einfach mal auf Abonnieren, bitte. Für dich ist nur ein kleiner Klick, verpasst man keine Videos. Mir tut es einen riesen Gefallen. Mich bringt das unglaublich weiter. Übrigens an dieser Stelle vielen Dank auch mal an alle, die natürlich auch so fleißig kommentiert haben, meine Videos mit Gefällt mir markiert haben, vielleicht sogar geteilt haben. Das ja, hat mich natürlich ungemein motiviert, das weiterzumachen, oder motiviert mich auch jetzt noch ungemein weiterzumachen. Und ja, habe da so einiges geplant, bin mal gespannt, wie ich das alles umgesetzt bekomme, insbesondere den 1000 Abonnenten Special. Aber da will ich noch nichts spoilern. Das wird etwas ganz, ganz Besonderes, wenn das alles so ausgeht, wie ich mir das vorstelle. Ja, vielen Dank, Freunde. Also ohne euch würde das so wahrscheinlich nicht existieren. Oft ist es ja heute nur noch so, wie viele Likes hat man etc., wie viele Aufrufe. Du hast ganz, ganz viele, aber vergessen ist, dass dahinter ja echte Menschen stecken. Also sprich ihr. Das finde ich immer ein bisschen schade, wenn ich manche Coaching-Teilnehmer höre, die präsentieren mir ihren Kanal und die haben da ein paar hundert Leute, die den zuschauen und die sagen, oh, das funktioniert alles nicht, das klappt nicht. Das sind ein paar hundert Leute, die da zuschauen. Verstehen die Leute oft nicht. Naja, so Freunde, ich bin jetzt hier am Teil Brauweiler, jetzt drehe ich mich mal gerade hinter mir. Ich glaube, das ist noch, ich weiß gar nicht, ob das auch dazu gehört. Es gab mal hier so bloß auf jeden Fall hier das. Das ist, glaube ich, das große, ach, was erzähle ich? Wir gehen einfach mal hin. Ich glaube hier, ich weiß nicht, ob das noch dazu gehörte, das war damals wohl auch ein Kloster mit teilweise nicht so einer schönen Geschichte. Es reicht einige Jahrhunderte zurück und ich glaube, da wurde auch ein bisschen, wurden ein paar Leute versklavt oder sowas. Ich kann's, weiß nicht mehr ganz genau. Jetzt müssen wir nur mal schauen, ob was ich hiervon alles finden kann.